Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Los Forestos Domestos Opestos. Und ich habe vor, jetzt mal da hoch zu gehen, um zu schauen, was wir da entdecken. Obwohl ich eigentlich vorhatte, nach Hause zu gehen, abzuhauen von hier und ein bisschen Essen auf Vorrat zu holen. Aber bisher, wie wir festgestellt haben, ist es hier in The Forest halt so. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Nein, nein, nein. Boah. Das Thrombosen-Jonas? Warte mal, Notizen hier. So, Notizen. Da haben wir Muschiklaus, da haben wir das Boot. Da haben wir Höhleneingang. Hä? Okay, aber hier haben wir schon alle abgeschlossen, ne? Höhle im Abgrund und Krater. Finde Timmy. Finde einen Weg in den Kessel, finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Glaube, mehr haben wir hier auch nicht. So. Oh, hier haben wir wieder Seile. Ach, hier sind wir. Wir sind wieder hier. Hat sich irgendwie alles gerespawnt. Boah, wenn hier jetzt wieder. Ach, Stickies gibt es hier auch wieder. Bücher haben wir auch wieder endlos. Nice. So. Da liegt noch einer. Wenn die Snacks sich hier auch wieder. Hier auch, irgendwo auftauchen würden. Respawnen würden. Hier in der Nähe irgendwo. Dann wäre es Bombe. Aber. Haben wir leider nicht. Deswegen müssen wir hier erstmal blöderweise zurück. Und dann später wiederkommen. Sobald wir genug Nahrung, Snacks und so weiter gesammelt haben. Stimmt, wir sind jetzt wieder hier oben. Und hier geht's wieder raus. So denke ich hier. Das sieht nach dem Ausgang aus, auf jeden Fall. So, Seil und Stickies haben wir auch erstmal genug. Warte mal, wie viele Passagiere fehlen uns jetzt hier? Wir haben 30 von 43 gefunden. 30 von 43. Genau, wieder auf Katana.
Ich glaube, wir könnten auch noch mal die alten Höhlen abklappern. So, ey, ich will die Münzen. Auf jeden Fall helllichter Tag. Das heißt, den hier machen wir noch mal in gelb, weil das hier führt uns, also das haben wir noch nicht abgeschlossen, würde ich sagen. So, wo müssen wir hin? Da lang müssen wir. Woher kommt das Baby? Oh. Hier haben wir noch ein paar dieser Schildkröten hier. Nice. Da ist auch noch mal ein Baby. Bitte sag mir nicht, dass er auch in meine Richtung geht. Der Galoppelhans da hinten. Das Baby. Mal kurz waschen. Und jetzt hier an den Galopplines vorbei. Mann gegen Mann will ich jetzt doch noch nicht gegen den. Vor allem den kompletten Schneegebiet müssen wir auch noch erkunden. Haben wir noch gar nicht gemacht. Und ohne warme Ausrüstung können wir das dort auch eigentlich vergessen, weil dann erfrieren wir da oben. Oh, guck mal, wie viele Höhlen wir eigentlich schon entdeckt haben. So viele blauen Flaggen. Schon hier läuft hier irgendwie was Großes wieder rum. So, aber wir sind dann schon mal wieder zu Hause. Ah, geil, das Seil ist auch wieder da. Super. Ein Stück vom Wald ist auch wieder nachgewachsen, oder? Du bist jetzt mein Essen. So. Haben wir noch eine hier? Ne, haben wir nicht. So, dann gehen mal hier. Verdorben. Kann ich den
Nur uns Feuer ablegen. Was passiert, wenn ich den jetzt komplett ins Feuer einfach reinlege? Und den jetzt hier so ausrüste? Erstmal essen. Und dann hier abbrennen lasse, durchbrennen. Oh, guck mal, wie voll unser Inventar mittlerweile ist. Finde ich echt krass. Kriegen wir da vielleicht noch einen Knochen? Ja, schön wär's. So, wo steht die Sonne? Ah, geht gleich schon unter. Nee, ich will's nicht essen. Hallo? Ich will's nicht essen. Ich will es verkohlen lassen. Vielleicht kriege ich sogar noch einen Knochen. Seht da vielleicht noch was? Nicht so aus. Und ich habe nicht vor, den zu essen. Was sagt eigentlich unser Geisteszustand hier? So, Statistiken. Ne? Wo war Statistik? Hier. Geistige Gesundheit 61%. 125 Tage überlebt auf jeden Fall. Das ist auch schon mal gut. Rüstung 480. Egal, wir schippern wieder rüber. Und dann ab der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir da vorne das mal fertig kriegen. Aber trotzdem, das mit diesem zweiten Hütte da hat auf jeden Fall was. Mit der kleinen, da meine ich auf jeden Fall. Aber das müssen wir auf jeden Fall fertig kriegen. So, 203 Baumstämme. Das heißt, viermal fahren. Ja, kriegen wir locker hin, oder? Vor allem den Zaun da vorne kriegen wir jetzt gleich sogar fertig. Ach, die Musik läuft ja immer noch hier. Ich hab total vergessen. So, wir wollen richtig einpacken. Ja, Mann. So.
Können wir hier schon mal vielleicht die Sandrüstung ablegen, genau. Und hier wieder die restlichen Knochenrüstung. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne. Noch Schädellampe müssen wir noch fertig machen hier. Eins. So. Und die drei. Perfekt. Ah, erstmal bevor wir da bauen, Fleisch hier zum Trocknen hinhängen. Ah, perfekt. Die sind schon alle fertig. Nice. So. Was könnten wir hier machen? So, und dann haben wir es hier auch fertig. Nice. So, gehen wir schon mal nach oben. Damit wir unseren Trinkschlauch noch mal auffüllen können. So. Wollte eigentlich trinken, aber ja. So, haben wir jetzt voll. Nice. Was können wir damit machen? Ladengeschwindigkeit Waffe, Geschwindigkeit Waffe. Und Ladenwaffe. Wie auseinandernehmen? Okay. Ah, okay. Den hier muss ich aber noch. So und so. Haben wir noch normale Pfeile? Jo. Und hier haben wir auch nochmal. Jetzt dürfen wir keinen normalen Pfeil mehr haben. Müssen jetzt alles Brennbare sein. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Dann machen wir über den hier. Ja, komm hoch. Hallo. Boah, freue ich mich, wenn es hier fertig ist. So, dann würde ich sagen, ah, jetzt ist uns eh kalt. Na, lass mal runtergehen. Welle haben wir keine. Was war das nochmal? Achso, das war dasselbe wie das hier, okay. Da haben wir auch keine mehr. Doch, Stöcke haben wir noch. Drei Stöcke. Also, wärmen wir uns eben hier noch auf. So, jetzt müsste warm genug sein. Und dann legen wir uns pennen. So.
Und dann können wir hier auch noch einmal speichern. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.